Hallöchen, Puppöchen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko. Wir spielen heute wieder No Rest for the Wicked. Prost! So. Ja. Wir spielen No Rest for the Wicked, sind immer noch in der Kanalisation und versuchen jetzt hier eine Drop Attack zu machen. Okay, das war nicht so praktisch. Ich habe gesagt, wir versuchen. Ne? Also, beim Versuchen ist es auch geblieben. Und jetzt musst du jedes Mal den Aufzug rufen. Das ist doch auch so behindert, ganz ehrlich. Also, das ist wirklich dumm. Mach da einfach einen Shortcut hier hin mit einer Leiter, anstatt hier erstmal so ein Drama hier machen zu müssen. So, dann kommt auch noch der scheiß Wurm da unten. Die scheiß Ratte. Sturmflasche. Was auch immer das ist. Mehr zum Werfen. Ach so, der Wurm steckt in dem seinen Arsch und nimmt den Kopf ein und dann kommen da aus dem Wurm noch drei Würmchen raus. Wo kommen wir jetzt aus? Na, wenigstens ist die Ratte weg. Haben wir da schon mal weniger Stress. Unnütz schwer gemachte Ecke. Bei einem Gegner, also weißt du, geht ja hier wirklich um Movement, weil du kannst ja... Ich kann nicht blocken. Ich kann es einfach nicht. Ich habe es in Dark Souls nie hingekriegt. Ich bin auch hier zu doof dafür. Das ist einfach nicht meine Spielweise, zu parryen die ganze Zeit. Kann ich nicht. Mag ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Und dann hier so eine Ecke zu schaffen, puh, Alter. Boah. Und ich kam jetzt auch nicht weg. Ich konnte mich nicht mal wegholen, gar nichts. Ich hasse sowas, Alter. So eine Scheißecke, ehrlich, ey. Ach, ey, das macht ja dann nicht mal Spaß. Weißt du, wie ich meine? Vergeht einem halt einfach der Spielspaß. Jedes Mal hier so einen Scheiß machen zu müssen, das nervt auch. Man 3 Stunden trinken muss. Ich könnte natürlich jetzt auch jedes Mal mich einfach ausloggen, wieder einloggen, dann könnte ich farmen. Na, dann gehe ich da wieder in das Gebiet mit der Feste, wo die Typen sind.
farm mir einen ab. Huch, mein Greenscreen ist abgefallen. Alter. Okay, ich hänge mal eben alles wieder auf. So. Ja, der ist halt nur oben an so einem Nagel angehangen, weil es ist ja eine Decke, ne? Habe ich euch ja schon mal gezeigt hier. Zack. Und damit der Raum maximal begehbar bleibt, mache ich jedes Mal die Decke wieder ab. Weil das ja auch Mellies Büro ist und die hinten ja auch mal arbeitet. Ja, deswegen hängt er nur an so einem Nagel und manchmal rutscht der Nagel halt oben über die Spitze, weil hier kein Kopf dran ist. Hätte ich smarter sein müssen, einen anderen Nagel nehmen müssen, dann würde das nicht ständig passieren. Oh, nö. Ja. Ja. It is, wie es ist. So, diesmal nur noch die kleinen Würmchen da. Das schaffen wir, hoffentlich. Diesmal. So, da ist ein Wurm. Sind wir halt wieder runtergefallen, ne? Oh. Schon wieder runtergefallen. Oh Mann, oh. Ja, aber wie komme ich jetzt wieder hoch? Hallo? Ich bin gefangen. Hier? Ja. Scheinbar. Okay. Junge. Das ist echt nicht belohnt, die Ecke hier. Mich auch, Arschloch. Das verstehe ich jetzt nicht. Was ändert das? Die sind mittlerweile hier schon gerespawnt, Alter.
ich so lange gebraucht habe. Ich sehe schon Respawn wieder. Aber was ändert das jetzt? Jetzt ist hier eine Brücke auf. War die Feuer auf? Ne, die war nicht Feuer auf, ne? Oder? Doch, das war die, die habe ich auch gemacht. Okay. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe echt keine Ahnung einfach. Wo soll ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Warum muss ich jetzt irgendwo hin? Hä? Was habe ich denn jetzt getan? Aha. Natürlich jetzt doof, ne? Dürfte Ecke für sowas? Ah ja. Aber angreifen kann er im Wasser. Das ist schön. Immerhin. Keine Ahnung, ob ich hier oben schon mal war. Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht, ne. Da ist auch eine Truhe unter Wasser. Das war knapp. Hier hoch? Nee, scheinbar nicht. Aber du kannst ja auch nicht von mir verlangen, dass ich da rumgehe. Was muss ich jetzt machen? Was will man jetzt von mir? Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin überfragt. We die together. Ich freue es gar nicht, bin ich ehrlich. Doch, ich habe jetzt den Knüppel, ich kann ja jetzt darüber. Aber ich habe auch keine Ahnung, warum da hinten jetzt Wasser drin ist. Das, I don't know. Bin ich auch ganz ehrlich, ist mir bewusst. Scheiß auf den da oben. So. Erstmal nach Sacrament. Sacrableu. So, wir haben jetzt ein paar Materialien. Wie viele Ratten muss ich denn für dich jagen eigentlich?
Kopfgeldjagd. Habe ich das nicht? Keine Ahnung, habe ich scheinbar nicht geschafft. Jetzt gucken wir mal, was der Schmied für Level 2 hat. Warte mal, da müssen wir hier rum, ne? Ja. Dann nochmal andersrum. Wir haben den Schmied ja jetzt auf Level 2. Und irgendwas wird er ja jetzt können. Amboss? Keine Baupläne. Haben wir noch? Schmelzofen. Kann ein Schmelzofen Kupferbarren verarbeitet werden? Kupfererz. Okay. Fillmore. Reparieren. Fillmore ist schon wieder kaputt. Aufwerten. Kannst du mir... Da fehlen Kupferbarren für, aber kann... Kannst du mir das aufwerten? Brauche ich auch Kupferbarren für. Nothing sings like steel. Das ist so anstrengend, hier bei dem was zu machen. Was haben wir hier? Zungenspalter-Bauplan. Splitterhaxt, verwegener Großbär-Rüstungsset. Nehme ich mit. So. Das verkaufen wir. Nee, verkaufen wollen wir. Ja. Ja, nein, ja, ja, nein, ja, ja. Die sieht auf jeden Fall besser aus als meine. Nothing sings like steel. Nichts singt wie Stahl. So, Filmer, aufwerten. Das hier, wenn ich den jetzt aufwerte. 18. Kupferbarren, zwei Stück wieder. Ich glaube, ich habe in meiner Truhe noch ein Waffenbruchstück. Aber dafür müsste man jetzt unten gehen. Dann gehen wir zum Reparaturfuzzi und dann gehen wir zum Krennest. Warte mal, Krennest ist hier. Maybe it's time you trade in that silly outfit for a uniform. Krenhorst oder so, keine Ahnung, wie es heißt. Macht es jetzt natürlich auch nicht besser, ne? Wenn man hier hin will, muss schon eine Weltreise machen, um da hochzukommen wieder. Dann an die Truhe will es mal eben, das ist schon echt ein spastischer langer Weg. So. Fichtenholz nur ein einziges. Menschenhand einfach. Geht. So, Kiefernholz. Das nehmen wir mit. Kann ich mein Schwert auf jeden Fall noch einmal aufwerten. Dass du jetzt auch hier keinen Punkt hast, wo du, wenn du am Lagerfeuer bist oder so, dass du dich heilen kannst, das ist einfach dumm. Oder du bist in der Stadt, Alter, da musst du doch geheilt werden. Da brauchen wir zudem da unten nicht hochgehen. Ist schon ein bisschen kurios, finde ich. So, Filmer. Kaufen. Eisenbarren. Ja, die hast du nicht, ne? Du hast nur Kupferbarren. Doch, Eisenbarren hast du auch. Wie viel brauchen wir? Ein, zwei.
Bärenpranke, Kupferbarren, Eisenbarren, Silberbarren. Okay. Aber jetzt macht es 23 anstatt 16. Das ist natürlich the difference hoch 1000, Junge. So. Dann gehen wir mal wieder in die Kanalisation. Freunde, vielleicht mache ich die Folge heute ein bisschen kürzer, denn eigentlich muss ich gleich Ben und Leo noch abholen, es ist heute Papa-Wochenende. Und Jule ist noch bei Oma, das heißt, ich muss Jule auch noch abholen. Ist ein bisschen hin und her. So. Okay, jetzt können wir hier den Hebel ziehen. Da unten kacken gratis EP rum. Die hole ich mir. Gratis EP, meine Freunde. Wäre ich ja dumm, wenn ich die nicht mitnehmen würde. Huh? Kann ich hier von hinten irgendwo Würmer? Ja. Komm, Ratatouille. Das sind halt gratis EP. Guck mal, 540 für eine Ratte. Warte mal, jetzt für die beiden haben wir 50 EP bekommen. Haben oder nicht haben? 50 EP sind 50 EP, meine Freunde. Ja, da liegt was. Truthahn-Schwanzfedern. Es kommen einfach immer neue Sachen dazu, ne? Wo ich denke, hä? Gab's doch vorher nicht. Huch! Huch! Also ich hab voll mich erschrocken. Respekt. Muss man sagen, Respekt. Komm. Verdient. Es kriegst du verdient trotzdem noch eins in die Schnauze, das sag ich dir aber. Hast das auch nur geschafft, gerade weil du mich so erschrocken hast. Ufertonika. Seuchenflasche. Ufertonika. Boah. Ausdauerregeneration erhöht, Gleichgewichtsverteidigung erhöht, Rückstoßwiderstand, auch Stufe 11. Boah, die ist richtig gut. Aber die wiegt halt auch eine Tonne, ne? 25 anstatt 5. Das heißt, die nächsten zwei Level müssen wir in Dings reinpulvern. Dass man, aua, 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 aua. Aber am Feuer. Nicht?
nehmen wir denn jetzt? Krabbensuppe? Pilzcurry? Krabbensuppe. Ja, wenn man halt auch einfach nichts sieht, Junge. Der kommt angesprungen, da bin ich schon tot. Auf einmal gibt es Rutan-Schwanzfedern. Warum? Hey! Nicht diesen. Da geht auf jeden Fall eine Leiter hoch, wenn man da lang will. Und dann. Hä? Was ist das denn Scheiß? Da muss aber schon der goldene Loot in der Truhe drin sein für so eine Scheiße. Springen und rennen auf eine Taste. Einfach behindert. Einfach nur behindert. Warum kann ich die Tastenbelegung nicht einfach ändern? Wo ist das Scheißproblem, das umzustellen? Mann, ey. Ich werde es nie verstehen bei solchen Spielen. Nie. Kommentiert halt einfach nicht. Junge, der springt einfach in den Tod automatisch. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Durchatmen. Ich schnapp mir jetzt einfach den Loot aus der Truhe und bin weg. Scheiß auf den. Wobei der Level Up wäre, glaube ich. Ah ja, das läuft der Level Up. Ich mach den, bis gleich. So. Dafür hat es sich nicht gelohnt, oder? Auf jeden Fall sind wir nachher einmal komplett neu ausgerüstet, wenn wir Level 11 sind. Ich habe gerade ein Level-Up mitgemacht. Und muss auf jeden Fall hier rein skalieren, damit wir ein bisschen nachher leichter sind. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, unten sind jetzt Gegner. Oder die sind direkt gestorben. Ja, okay, die sind direkt gestorben. Weil die runtergeplatscht sind. Die waren nicht tot, die lagen da einfach rum. Die Hornbäcke.
Die lagen da einfach rum. Gut, dass ich die hier gerade noch alle Platz gemacht habe. Sonst hätte ich nämlich jetzt mit denen kämpfen müssen. So. Alter Schwede, ey. Lustigerweise auch, ne, ich mache Pause und dann schaffe ich den. Aber auch nur, weil er runtergefallen ist. Es explodiert und hat aber trotzdem Gegner hochgepusht. Mother, Major, seek forsaken. Please watch over me. Mother, Major, seeker, forsaken. Please watch over me. Mother, Major, seeker, forsaken. Please watch over me. Mother, Maker, seeker, forsaken. Please watch over me. Hallo. Mother, Maker, seeker, forsaken. Please watch over me. Ich würde dich ja da rausholen, ne? Maker, aber. Seeker, forsaken. Please watch over me. Mother, Maker, seeker, forsaken. Please watch over me. Mother, Maker, seeker, forsaken. Please watch over me. Junge, ich komme ja schon an dich Mother, ran. Maker, seeker, forsaken. Ja, dann bleib halt da drin, Pech gehabt. Mother, Maker, seeker, forsaken. Please watch over me. Mother, Maker, seeker, forsaken. Please watch over me. Mother, Maker. So, was erwarten uns hier jetzt? Das ist ein großes Tor. Das sieht nach Bossfight aus. Bin ich dafür bereit? Können wir versuchen es. You're sick. All of you. Trying to stop me. Keep me from Honora. But I'll save her. Protect her from. Erstmal Movement Set kennenlernen. Zwei Schläge. Sturm, Einschlag, okay. Zwei Schläge. Bleibt es bei zwei Schlägen? Und jetzt kommt noch ein Schlag, oder? Nee? Nee? Charge, one hit. Und noch einer. Nein. Oh, der hat einen Kill gesessen, oder?
Oh nein, ich habe meinen Ulti verkackt. Oh, sehr souverän bis jetzt, oder? Lucky mit dieser Waffe, ne? Wirklich lucky mit dieser Waffe. Ja. Oha, das war knapp, Alter. Das war genau vor meiner Nase. Schon wieder vor meiner Nase, Junge. Ha. Oha. Ich wollte gerade einen Fokusschlag machen. Dann aber erst gesehen, dass ich nicht genug Fokus habe. Oh! Alter, kann ich schon wieder nicht gehittet werden oder was ist da los? Wissen, ob man die Tentakellos auch treffen kann. Ich muss gestehen, ich finde den relativ einfach auch vom Moveset her, weil der. Du brauchst echt nur gucken, dass du außer der Range bleibst und wenn er anspringt, machst du eine Seitenrolle. Und dann kannst du ihn von hinten schön zweimal in den Arsch schnibbeln und dann rollst du wieder weg. Tot. Nein, nicht tot. Aber es ist die Waffe, die es auch so lucky macht, ne? Weil der diesen Jump dann macht. Du brauchst nicht hinrennen. Einhandwaffe. Jetzt gucken wir mal. Ey, jetzt wehe, die ist besser als meine jetzige wieder. Falstadsrollerei, einhändig, gerade Schwert. Minus 2 Damage, aber unaufgewertet, ne? Drachenhieb, vernichtender Spurt, Trittschnitt, Schadenswoge. Gesundheit erhöht, verursachter Schaden beim Parieren. Ab welchem Level? Auch 22 Stärke, 22 Glauben, Alter. Puh. Okay, die behalten wir auf jeden Fall. Eieiei, okay. Den haben wir platt gemacht, würde ich sagen. Liegt da was? Nee. Sonst ist ja auch nichts, ne? Es war nur die Arena. Junge. Impressive.
This isn't a sewer anymore. It's a tomb. See? I knew it! Sacrament stands because of me! It wasn't your place, Serum, to make a deal with a prisoner. Nor perhaps my place to let you. But don't worry. He was never out of our sight. Tell him, Serum. I honored our deal. And an hero deserves an hero's pardon. Sacrament doesn't bargain with murderers. You're headed for hard labor at the Mountain Gate, by order of the Madrigal. You shit-smiling bastard! And you? Well, I think we understand each other, Serum. You and I, we do what needs to be done. Consider yourself a citizen of Sacrament. You've defended this city. Now, you may make it your home. That much easier to find you later. Okay. Level up. So, jetzt habe ich natürlich Intelligenz geskillt. So, jetzt ist natürlich doof. Jetzt ist natürlich doof. Ach, bin mit die ganze Zeit mein Wecker? Ja, moin. Ist natürlich doof, dass, ich die Punkte, die ich habe, in Intelligenz reingeklappt habe, weil jetzt bräuchte ich ihn glauben. Kann man respecken? Wahrscheinlich nicht. Einblick. Ah, okay. Waffen, die mit Glaube skalieren, erhalten einen Fertigkeitenbonus. Okay. Ja, gut. Ist gut, ich muss jetzt einen Cut machen. Ihr habt es gehört, mein Wecker klingelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.